Also in der Nomcom war es ganz angenehm. Also ich war letztes Jahr natürlich sehr aufgeregt, weil es das erste Mal war. Und wir haben ja jetzt schon wieder eine ganze Menge gesichtet und es unterscheidet sich schon. Also letztes Jahr waren es viel mehr Sachen von Journalisten, die außerhalb ihrer Redaktion tätig waren. Und dieses Jahr sind es wieder mehr so spezielle Dinge, so von Einzelpersonen, wieder spannende Sachen oder von so kleinen Teams. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie das sich so bei der tieferen Sichtung dann darstellt.